Also, wie heißen Sie und woher kommen Sie? Mein Name ist Jochen Koch. Ich komme aus Deutschland, genauer gesagt aus Nürnberg, aus dem Frankenland, also einem Teil von Bayern. Interessant. Und was machen Sie hier in Moskau? Ich arbeite hier bei einem, man kann sagen, deutsch-russischen Unternehmen. Ich war zunächst 3 Jahre für die Firma Siemens hier und seit ca. 8 Monaten arbeite ich für die Schneider Group, ein Unternehmen in Russland, aber von einem Deutschen gegründet. Und wie lange sind Sie schon hier? In Summe jetzt, bald werden es 4 Jahre, ja, im Februar. Also erzählen Sie uns bitte etwas über Ihre Ausbildung. Ich habe in Nürnberg zunächst Informationstechnik studiert mit dem Abschluss Bachelor und nach 2 Jahren im Beruf habe ich berufsbegleitend noch ein Masterstudium absolviert mit dem Abschluss Master of Business Administration, MBA. Mhm. Ja gut. Und haben Sie in Russland studiert oder nicht? Nur in Deutschland? Nur in Deutschland. Zu Russland bin ich dann eigentlich erst über den Job bei Siemens gekommen, wo sich eine Möglichkeit hier eben aufgetan hat. Und ich hierher entsandt wurde. Und wo haben Sie Russisch kennengelernt? Oh, nur gelernt, ja. Ja, hier ab der ersten Woche quasi hatte ich eine Lehrerin, 2-3 Mal in der Woche, die ich auch heute noch habe. Noch einmal in der Woche treffen wir uns und ich arbeite immer noch an meinem durchschnittlichen Russisch, sagen wir so. Okay, danke. Und könnten Sie uns bitte eine besondere Geschichte oder Anekdote aus Ihrem Berufsleben in Russland erzählen? Naja, es gibt natürlich gewisse kulturelle Unterschiede. Und wenn es um das Thema Projektplanung oder Planung allgemein geht, habe ich ziemlich schnell lernen müssen, dass das hier etwas anders läuft. Ich erinnere mich an einen Tag mit einem meiner Account Manager. Wir wollten in der Wolga-Region Kunden besuchen und es standen, ich glaube, 3 Kundenbesuche an diesem Tag an. Und morgens beim Frühstück war noch nicht klar, in welcher Reihenfolge wir welchen Kunden besuchen, mit wem wir dort sprechen werden. Und da wird man natürlich als Deutscher ein bisschen nervös, mangels der Planung. Und am Ende war aber dann doch alles gut. Wir haben alle getroffen, alle Firmen. Und wir haben auch die richtigen Leute getroffen. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, was sich auch immer wieder in gewissem Maße wiederholt hier, womit ich aber jetzt viel besser umzugehen weiß. Ja, interessant. Und viele Russen glauben, dass Deutsche streng, pünktlich und korrekt sind. Also haben Sie diese Eigenschaften? Zum gewissen Grad vielleicht ja, aber sogar meine deutsche Frau wirft mir vor, dass das mit der Pünktlichkeit bei mir nicht so gut klappt. Zum anderen passe ich mich auch gerne an. Also wenn mir bewusst ist, dass in einem Land Pünktlichkeit anders gelebt wird, dann versuche ich nicht unbedingt meine Prinzipien da durchzudrücken, sondern ein bisschen zumindest davon anzunehmen. Also ganz so, die deutschen Tugenden verinnerliche ich nicht alle. Okay. Also, wie ist Ihr Interesse an russischer Sprache und Kultur entstanden? Gut, ich muss sagen, ich hatte schon vor meinem ersten Russlandbesuch einen kleinen Bezug Richtung Osten, Südosten. Seit über 25 Jahren fahre ich in den Urlaub nach Kroatien und habe in der Abendschule ein bisschen Kroatisch gelernt. Also slawische Sprache, Grundlagen, das hat mir geholfen hier bei der Vorbereitung. Ansonsten kam das Interesse erst hier eigentlich vor Ort. Ich mag die russische Kultur vielleicht gerade deswegen, weil sie in mancher Hinsicht so anders ist als die deutsche. In anderer Hinsicht geben sich aber viel mehr Parallelen wiederum als beispielsweise mit der amerikanischen Kultur. Und ja, gerade die Geselligkeit, wenn es um das Essen, das Trinken, das herzliche Miteinander und auch das sich beim Vornamen ansprechen und so weiter geht, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt und was ich gerne auch annehme und da zum Teil meine deutsche Kultur auch ein bisschen ablege. Und haben Sie gern russisches Essen? Sehr gern, ja. Aber immer in der Kombination mit dem Trinken auch und am besten mit der richtigen Gelegenheit, beispielsweise bei einem Banya-Besuch und dann natürlich auch mit einem Toast. Ja, interessant. Was haben Sie hier in Russland schon gelernt? Was ich hier gelernt habe? Ja. Gut, mal abgesehen von den kulturellen Unterschieden, über die wir schon gesprochen haben, und der Sprache. Was habe ich gelernt? Dass ich gewisse meiner Stärken hier vielleicht sogar noch intensiver einbringen kann in der Arbeitskultur. Ich habe meine erste Führungserfahrung in Russland gesammelt
musste feststellen, dass viele Arbeitskräfte hier, viele Mitarbeiter das vermissen, weil russischer Führungsstil ein sehr strenger Regel ist. Mein Stil ist eher so der kooperative, demokratische, und ich habe hier überraschend sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Das war eine tolle Erfahrung für mich, und das ist das, was ich versuche immer weiter auszubauen. Und wie oft fahren Sie jetzt nach Deutschland? Immer weniger. Ich war zum letzten Mal im Februar. Ich werde jetzt Ende des Jahres, am 29. Dezember, also ich war dann 10 Monate quasi nicht in Deutschland. Mir fehlt aber auch nichts hier. Ja. Und was vermissen Sie? Gibt es etwas? Nicht wirklich. Ich meine, ich habe vorher rund 35 Jahre in Deutschland gelebt. Das war eine gute lange Zeit. Ja. Was vermisse ich hier? Käse und Wurst. No. Ja. Aber mittlerweile wird auch das hier immer besser. Es gibt mittlerweile einige Anbieter, ob im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt, wo es richtig guten russischen Käse oder Wurst auch gibt. Und von daher kann auch diese Lücke geschlossen werden. Mhm. Danke. Also, was sagen Ihre Eltern und Freunde zu Ihrer Wahl, in Russland zu arbeiten? Überwiegend positiv, also bis hin zur Begeisterung. Das wird als mutiger Schritt erachtet und so weiter. Viel wichtiger ist mir aber eigentlich, dass, wenn die Leute dann zu Besuch kommen, dass sie ein positives Russlandbild auch mitnehmen, was bislang zu 100% der Fall war. Also es hat mich niemand besucht, der gesagt hat, Mensch, wie kannst du es da nur aushalten, oder danke, ich komme nicht wieder. Und ich sehe mich auch so ein bisschen als Volksdiplomat, als Vermittler zwischen Russland und Deutschland. Und nimmt auch mein Umfeld, glaube ich, so wahr in Deutschland. Wie bewerten Sie die Objektivität des Russlandsbildes in den deutschen Medien? Ich lese natürlich überwiegend deutsche Medien, aber auch russische bzw. Internationale in Russland, also Moskauer Deutsche Zeitung, Moskau Times. Ich denke, dass das Bild überwiegend, die Darstellung überwiegend fair ist, wobei natürlich immer eine gewisse Tendenz zu erkennen ist, dass Russland verteufelt ist, ist zu stark ausgedrückt, aber ein bisschen das Negative anhaftet. Das versuche ich natürlich, da wo ich das in persönlichen Gesprächen kann, ein bisschen zu, vielleicht nicht unbedingt kompensieren, aber zu relativieren, weil man muss auch immer viel im Kontext sehen, was in Russland passiert, warum Entscheidungen hier so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und das kommt natürlich in den deutschen Medien zu kurz, zum einen vielleicht bewusst, zum anderen aber auch aus Unwissenheit. Auch ich habe sicherlich durch das Leben in Russland meine Meinung zu vielen Dingen geändert, sie etwas breiter aufgestellt, und das kann man eigentlich nur, wenn man hier auch gelebt hat oder zumindest hier zu Besuch war. Das trifft für die meisten Deutschen und auch für die meisten Menschen in der Medienbranche vermutlich nicht zu, und daher fehlt dieser Teil in der Berichterstattung. Danke. Mhm. Also Sie wohnen hier in Russland schon seit einigen Jahren, ziemlich lang. Und was hat sich zum Guten und was zum Schlechten geändert? Zum Schlechten fangen wir damit vielleicht an. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Patriotismus, Nationalismus etwas stärker geworden ist. Vielleicht nehme ich es auch nur stärker wahr. Das ist etwas, was mir als Deutschem überhaupt nicht liegt, was ich für zum großen Teil sogar unnötig erachte. Verbessert hat sich sehr vieles. Ob das eine Infrastrukturentwicklung ist, ich meine, natürlich gestützt durch das Projekt Fußballweltmeisterschaft. Gerade in Moskau hat sich extrem viel entwickelt. Was noch? Die Menschen bekommen natürlich mehr und mehr, dadurch, dass sie reisen und so, auch ein differenzierteres Bild vom Ausland. Also die Menschen, die reisen können oder wollen. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass es sich die Bevölkerung das positiv entwickelt. Von der Politik her finde ich es natürlich schade, dass eben dieser Aspekt Nationalismus, Patriotismus oft an Überhand gewinnt. Das ist weniger schön. Aber im Großen und Ganzen sehe ich eine positive Entwicklung. Interessant.
Also ist es Ihnen schon mal passiert, dass Ihre deutschen Freunde sagen, dass Sie sich anders verhalten, seitdem Sie in Russland wohnen, sich quasi verrußt haben? Hatte ich jetzt konkret noch nicht, aber ich bin natürlich auch fast nie in Deutschland, habe wenig Kontakt, also wenig persönlichen Kontakt mit meinen Freunden dort. Konkret gesagt hat es mir niemand, aber es wird schon ab und zu mal so ein Witz gemacht, vielleicht, ja, unser Aushilfsrusse oder Nachwuchsrusse oder so. Und so ein bisschen sehe ich mich und meine Familie auch als, wie habe ich es neulich mal, neue Russlanddeutsche. Die quasi die Wanderung wieder in Richtung von Deutschland nach Russland gemacht haben, unter anderen Bedingungen. Aber also wir haben einen Sohn, der hier in den Kindergarten geht, und er ist quasi sehr russifiziert. Also er spricht fließend Russisch, obwohl wir Eltern beide Deutsche sind. Und sozusagen sind wir eben auch Russlanddeutsche. Sehr, sehr interessant. Also ich glaube, es ist genug. Dankeschön. Bitteschön. Viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön.